Um eine Nuss zu knacken, wendet man eine Kraft von 30 Newton an den Enden des Nussknackers an. Berechne die Stärke der Kraft, die auf die Nuss wirkt, wenn die Distanzen zum Scharnier 3 cm und 15 cm betragen. Angegeben werden die Stärke dieser Kraft F1 von 30 Newton, die entsprechende Hebelarmlänge L1 von 15 cm, das heißt 0,15 Meter. Angegeben wird ebenfalls diese Hebelarmlänge L2 von 3 cm, das heißt 0,03 Meter. Gefragt wird die Stärke dieser Kraft F2, die auf die Nuss wirkt. Diese Stärke drücken wir selbstverständlich in Newton aus. Und um die herauszufinden, wenden wir das Hebelgesetz an, das besagt, Kraft mal Hebelarm gleich Kraft mal Hebelarm. Und somit finden wir, indem wir in diesem Gesetz diese Zahlen einsetzen, diese Gleichung. Die teilen wir noch durch 0,03 und haben so als Wert für F2 150 Newton gefunden. Die Endantwort zu dieser Aufgabe lautet also, die Stärke der Kraft, die auf die Nuss wirkt, beträgt 150 Newton.